Ist jetzt Licht an? Ich geh mal gucken. Damit darf ich euch begrüßen bei einer Sonderspezialfolge Mensch Konstantin. Ja, grinsen kann ich noch, so halbwegs. Huh, ja, Titel verrät schon. Ich bin blind, ja, was hat's damit auf sich? Gleich mehr dazu. Ich wollte eigentlich mal schon lange wieder Mensch Konstantin-Folge drehen und nutze jetzt die Zeit der Langeweile und der Nichtstun, um das mal zu thematisieren. Denn die letzten 2 Wochen sind gewesen. Also das ist so kurz vor Abschluss, wo gar nicht mehr mag. Aber erstmal zu was Erfreulichem. Ich weiß immer gar nicht, ob ich in die Kamera gucke. Also vielleicht zieht man es dann durch die Brille durch. Ab und zu versuche ich mal die Augen zu öffnen. Aber erkläre ich euch gleich was. Eine Tasse ist gut, genau. Ich habe hier neue Arbeitswäsche. Also ich trage schon. Ich hoffe echt, ich rede in die Kamera. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Ich trage natürlich meine Lederhosen. Also jetzt nicht, weil ich jetzt nicht in meine Lederhosen einstecke, weil ich eh nichts sehe. Über alles. Also die Lederhosen wird immer drin sein. Aber beim Ölen und Leimen und bei großen Sauereien. Also letztens haben wir es mit Weiß gemacht für ein Projekt, das jetzt dann wahrscheinlich irgendwann mal online geht, weil es sind Videos, die sind schon fertig produziert. Da trage ich dann sowas, weil ich mir einfach keinen Bock habe, diese teure und schöne Lederhose einzusauen. Und da habe ich einen neuen Hersteller. Oh Gott, da kann ich mich blind bewegen in der Werkstatt, weil ich sie innen auswendig kenne. Ja, einen neuen Hersteller. Rofa, neuer Partner an meiner Seite. Vielen Dank dafür. Also auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Dann gab es ja Auto. Ich habe die auf Instagram verfolgt und habe mitgekriegt. Endlich wisst ihr, was mein Auto ist. Da kommt ein eigenes Projektvideo, einfach weil ich schon immer Bock hatte, so ein Autovideo zu machen. Ich bin schon eigentlich immer Autofanat gewesen und habe das eigentlich nie irgendwie so Video thematisiert. Habe ich dann so ein eigenes kleines Video für mich gemacht. Wenn ihr keinen Bock auf Autos habt, würde ich das Video nicht gucken. Es dauert dann vielleicht 2 Minuten oder sowas oder 3. Es ist nicht lang, es ist einfach für mich, weil ich es möchte. Aber ich kann euch jetzt mal hier so einen kleinen Trailer einspielen. Beziehungsweise Jimmy, der dieses Video blind cuttet, also für einen Blinden, weil ich habe keine Ahnung. Also der muss was draus zaubern. Der würde euch jetzt so ein kleines Projekt Carporn einblenden, damit ihr mal seht, um was es geht. Absolut begeistert von dem Auto und auch von dem Werbeauftritt. Und da wird auch was folgen und so. Und zwar wird da eine keine Schnitzeljagd, sondern eine Leberkäsejagd wird sein. Aber was damit zu tun, dazu dann mehr, wenn ich wieder Auto fahren kann. Weil dazu kommen wir jetzt. Warum kann ich nicht sehen? Warum bin ich blind? Warum der Titel? Was? Wie soll es weitergehen? Ich hatte was an der Hornhaut. Seit Jahren kleine Wölbungen drin und alles. Was ich schon lang weiß. Und ich habe schon oft überlegt, mir die Augen zu lasern zu lassen, weil mich die Brille massiv eigentlich störte. Schon immer. Also mein Leben lang. Ich habe schon immer Brille. Deswegen schaue ich ja so verhungert aus, weil ich jetzt seit 4 Tagen oder 5 Tagen eigentlich nichts sehe. Jedenfalls geht es darum, dass ich mir die Augen habe lesen lassen. So, und ich konnte jetzt nicht die konventionelle, leichteste Methode machen, dass der Arzt dann nochmal schnell umschwenken müssen. Und er hat gesagt, nee, wir müssen es anders machen, dafür ist der Heilungsprozess 5-mal so lang. Du hast aber dafür mehr Sicherheit dann, dass die Sehkraft besteht. Aber dafür bist du halt erstmal 10 Tage blind, so nach dem Motto, und dann dauert es bis zu 10 Wochen, dass du wieder 100% Sehkraft hast. Also kann länger sein, kann kürzer sein, deswegen sehe ich nichts. Und kann natürlich dann auch hier nichts mehr machen. Es, wie gesagt, es kommen noch ein Video. Die sind schon fertig produziert. Die sind jetzt dann irgendwann genau online. Ja, ansonsten guckt die alten Videos. Somit unterstützt mich. Kauft über Amazon Links oder so. Oder lasst es einfach sein. Also das macht's, wie es wollt. Kann er für euch jetzt auch sagen, oh, klickt bei D-Abo. Nee, ich wollte euch einfach informieren. Also ich kann wirklich nichts sehen. Ich gucke ab und zu mal meine Augen auf. Aber es ist Blindverkostung hier. Und ja, dann habe ich noch so eine Knipex-Lieferung. Meine Frau hat immer gesagt, das ist Knipex. Die haben mir auch mal irgendwann mal Anfang des Jahres gesagt, ah, sie schicken mir mal vernünftiges Werkzeug. Nicht, dass ich hier so 0815-Sangen habe, sondern mal was Gescheites. Und es kam jetzt an. Beste Zeit, um irgendein Produkt anzuschauen, um Videos zu machen. Aber ich würde einfach mal als Spaß sagen, wir packen das blind aus und ich gucke rein. Ich habe wirklich eine Weiß, was drin ist und da taste es dann. Dann habe ich so ein bisschen Spaßfaktor. Ja, guck mal. Ich hoffe, ich erwische sie richtig schon an. Das kann jetzt ins Auge gehen. Ich drehe mal die Kamera. Weil das ist echt schwierig, das alles zu ertasten. Wo habe ich denn die jetzt hingestellt? Ja, ihr seht natürlich jetzt auch hier meine Jogginghose. Ich ziehe mich natürlich jetzt wirklich nicht sonderlich um. Boah, ich habe echt Angst so ein bisschen. Das ist gar nicht ohne hier. Okay, wir machen es grob. Ja, warte.
Ah, oh, Papier. Jetzt. Ah, das sind zwei Sachen. Okay, also jetzt. Was ist das? Eine kleine Spitzzange. Also nicht eine lange Spitzzange, sondern eine kleine Spitzzange. Das fühlt sich ja schon mal geil an. Das ist ja voll klein. Wie geht denn das auf hier? Ist das eine Rohrzange? Ja, schon, oder? Das ist eine Rohrzange. Die ist ja ultra mini. Ist ja geil. Babys erste Rohrzange, ja. Fettig, ölig. Oh, das ist aber gut hier. Geht schön leichtgängig. Ah, ein Seitenschneider. Ein großer Seitenschneider. Also wirklich für irgendwas Kräftiges zum Schneiden. Bestimmt hier vom Livestream. Ah ja, Livestream können wir auch mal wieder machen. Livestream. Könnt ihr mal unten Kommentare schreiben? Machen wir wieder Livestream. Aber nicht, wenn ich blind bin, weil das war nicht. Multizange, oder? Ich würde einfach sagen Multizange. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie das gerade heißt. Das war's, oder? Kein Brief, nichts drin? Ja, dann. Cool. Vier Zangen. Der Halter ist voll. Oh, nee. Wollen wir einen neuen Halter überlegen mal. Neun French Gliedhalter für Zangen. Sehr geil. Danke an Knipex. Mehr gibt's schon eine. Also ich wollte eigentlich bloß euch mal kurz sagen, warum alles so still ist. Also Social Media eigentlich gerade gar nichts geht. Wollte ich natürlich mal sagen hier, dass ich eigentlich neue Klamotten noch nebenbei habe. Was mich super interessiert, ist Industrie für Workwear zu besuchen. Das heißt, ich bin vor Ort einmal, darf auch ein klein bisschen Produkt filmen, darf dann Video drehen, wie so diese Hosen macht, aber das ist spezieller Stoff, das ist sogenannter Ripstop, was ich persönlich aus dem Kampfsport noch kannte. Da bin ich mega gespannt drauf, also soweit ich halt wieder sehen kann, ja, und drückt mir die Daumen, dass ich bald wieder gut sehen kann, dass ihr meine schönen blauen Augen bald zu sehen kriegt, dass ich euch wieder sehen kann, dass ich meine Frau, Kinder wieder sehen kann und dann kann ich euch sagen, dass es noch viel Schlimmeres gibt auf dieser Welt, als nicht zu sehen, weil, und das ist echt das, was mich so die letzten Wochen zurückgeworfen hat, die letzte Woche, also die Woche davor ist Uropa und Uroma abrupt ins Krankenhaus eingeliefert worden, aber nicht Corona-bedingt, sondern einfach wegen anderen Sachen, aber auch Gesundheitsgefährden. Das hat meiner Frau so ein bisschen die Füße weggezogen, weil die sehr, sehr nah ihren Großeltern stand. Also es sind ihre Großeltern, ich hab keine Verwandtschaft mehr. Der ging sehr nahe, also das ging ja sehr, sehr an die Substanz. Das ist natürlich was, wo du dann auch mitgefangen bist. Dann kam eben Montag, hat er gesagt, ja, wollen wir verschieben Termin und alles. Und dann hat es geheißen, nee, mach mal und das haut schon hin. Und dann hat gesagt, nee, passt. Und dann Kinder waren dann bei Omas, also bei den normalen Omas untergebracht. Und ja, wie wir heimfahren, sagt meine Frau, ja, sie holt die Kinder und kommt ewig nicht heim. Ich mache mir schon Gedanken, ich kann nichts machen, kann nichts sehen, kein Telefon, nichts. Irgendwann läutet das Telefon, gehe ich ran. Meine Frau total aufgelöst. Ja, der Sohnemann, der große Sohnemann, wollte hier über einen Zaun springen, so ein Armierungsstahl da, und er wollte drüber springen, ist ausgerutscht und bleibt mit dem Oberschenkel im Armierungszaun hängen und sticht sich den einmal durch den Oberschenkel durch. Und alles voller Blut und der Hubschrauber da und ich denke mir, was ist das? Ich komme jetzt gar nicht mit, ich sehe nichts, also war total überfordert, sie natürlich auch. Ja, und auf einmal sagt sie, ja, der ist ins Krankenhaus, der muss genäht werden, der hat sich da diesen fetten Armierungsstahl einmal mit seinem eigenen Körpergewicht voll reingedrückt und dann war die Woche eigentlich gelaufen. Also das, da war es dann vorbei, das ist dann was, wo ich da sage, leckt mich doch alle am Arsch. Also wirklich, es kann jetzt sein, da kommt dann alles zusammen, wie man so schön sagt. Das ist dann was, das settet dich dann, das resettet dich dann komplett. Da ist dann alles scheißegal, wenn du merkst, du kannst nichts machen, du bist blind, du kannst nicht mal irgendjemanden wohin fahren und helfen, sondern du bist einfach gefangen. Dein Kind liegt, wenn es Pech hat, im Sterben, weil ich dachte mir danach, oh, eine Scheiße, wenn der die Arterie getroffen hat, da unten, das dauert nicht lang, da ist der verblutet. Und wenn es so scheißt mit Hubschrauber und, da ist mir gereicht. Also da war, die Woche war dann am Montag schon vorbei, nach dem, was der Vorwoche war und ja. Deswegen habe ich mir eigentlich gesagt, mache ich jetzt mal Pause, aber ich wollte euch noch die Infos mitgeben, dass jetzt eben was Sache ist, dass jetzt erst einmal verzögert wahrscheinlich nichts mehr kommen wird, weil ich einfach mal ein bisschen zurückschraube und dann wieder fokussiert anfange. Aber nichtsdestotrotz wird es weitergehen, aber mit ein bisschen dem Augenmerk auf anderes vielleicht oder beziehungsweise gezielter wieder Sachen machen. Mal gucken, das wird sich alles entwickeln. Jetzt ist Zeit für Familie, Zeit für Genesung und in diesem Sinne möchte ich gar nicht mehr länger quatschen. Ich sag Servus. Ich hoffe, ich habe nicht in die Kamera gesprochen. Euer Konstantin. So. Ich hoffe echt, dass ich die ganze Zeit das Licht anhatte. Sonst seht ihr.